Die Parlamentswahl in Litauen hat einen überraschenden Sieger hervorgebracht. Stärkste Kraft ist der Bund der Bauern und Grünen geworden, eine Splitterpartei. Bisher stellte sie genau einen Abgeordneten, künftig 54. Damit besetzt sie mehr als ein Drittel der Parlamentssitze. Von den derzeit regierenden Sozialdemokraten und ihren Koalitionspartnern wandten sich viele Wähler ab. Er war früher Polizeichef, dann kurz Innenminister und wird jetzt wohl Premierminister von Litauen, Saulius Skvernelis, parteilos. Blitzlichtgewitter, für ihn noch ungewohnt. Den völlig überraschenden Wahlsieg hat der Bund der Bauern und Grünen vor allem ihm, ihrem Spitzenkandidaten, zu verdanken. Er gilt als Kämpfer gegen Korruption. Jetzt müssen auf die Worte Taten folgen, zum Wohl der Menschen und des Landes. Wir haben die Menschen erreicht, unsere harte Arbeit im Wahlkampf war erfolgreich. Jetzt haben wir eine Verantwortung, diese Pläne auch umzusetzen. Höhere Löhne und mehr Arbeitsplätze, das waren die Wahlversprechen des Bundes der Bauern und Grünen. Die Partei vertritt die politische Mitte. Ihr offizieller Chef ist der Industriemilliardär Ramūnas Karbauskis. Gemeinsam mit seinem Spitzenkandidaten traf er heute die Präsidentin. Sie sagte, es ginge nun darum, das Vertrauen der Wähler in Regierung und Parlament zu erneuern. Wir sehen am Wahlergebnis ganz klar, welchen Parteien die Menschen ihr Vertrauen geschenkt haben. Die meisten Stimmen sind an die Partei der Bauern und Grünen gegangen. Die muss jetzt damit beginnen, eine Regierung zu formen. Der Sieg der Außenseiter sei Protest gegen die innenpolitische Lage, sagen Beobachter. Außenpolitisch, so die Gewinnerpartei, unterstütze man den bisherigen Kurs Litauens, das EU- und NATO-Mitglied ist.